Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tipps and Tricks Video bei Doom. An dieser Position bei der Mission 8 gibt es folgenden Tipp und Trick von mir. Und zwar geht es darum, um das Arsenal, diese Meisterschaftsherausforderung für die einzelnen Waffen zu meistern. In diesem Fall Hitzestoß, wo ich gerade dran bin, muss ich noch 2 von 20 Dämonen mit einem Hitzestoß erledigen. Dafür geht man am besten an dieser Stelle, wo ich jetzt hier gerade bin, und das ist die Mission 8. Ich wähle jetzt mein Plasmagewehr aus und dann geht's los, weil an dieser Stelle kommen sehr viele Gegner und da kann man das ein oder andere Meisterschaftsherausforderung sehr gut meistern. Ich werde es mal kurz demonstration. So, einer fehlt noch. Da ist irgend so ein kleiner Bug drin. Ne? Auf jeden Fall, einer fehlt noch bei der Meisterschaftsherausforderung. Und jetzt gehe ich wie folgt hin. Stoppe das Spiel. Speicherpunkt laden. Und dann, wenn ich an derselben Stelle nochmal bin, geht's weiter. So, jetzt hat es fertig geladen und dann kann man wieder reingehen. Plasmagewehr ist wieder volle Munition und ich gucke mal, Meisterschaftsherausforderung noch einen und das werde ich jetzt mal versuchen. Wie man gesehen hat, ist die Meisterschaftsherausforderung erhitzter Kern abgeschlossen. Jetzt mache ich das Ganze mit den Dämonen, der Kettenbetäubung. Manche Herausforderungen haben bestimmte Vorgaben, zum Beispiel in diesem Fall töte 5 Höllenritter mit einem Präzisionsbolzen-Kopftreffer. Also diese muss man mit einem gezielten Kopftreffer erledigen, um diese Waffenherausforderungen auch zu meistern. Ich zeige euch nochmal die Ecke, wo das hier ist. Ich hoffe, dieser Tipp und Trick war hilfreich für euch und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zocken. Bis dato, euer Obox Gamer. Ciao.